Hallo Freunde, da seid ihr ja wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Tobisan LP. Ja, ich persönlich finde irgendwie Tobisan LP voll sperrig, oder? Aber damals hat jeder so den Kanal halt genannt, gell? Da ist so ein Blabla LP, Blabla LP. Da war das Mode und überlegt mir, ob ich das nicht einfach wieder ändern soll, einfach nur in Tobisan. Ah, ich glaube, ich lasse es mal, ich weiß auch nicht. Leute, geil, dass ihr da seid. Letzte Folge, das war die epischste Folge, die ich seit langem echt gemacht habe. Das war der Kracher. Und ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich einige Sachen erlebt, ja. The Walking Dead, Episode 2, Folge 1, war mega. War mega, mega, mega. The Wolf Among Us war auch geil. Ja? Das Ende von The Walking Dead, Staffel 1, war fett, war der Hammer. Der Oberhammer. Two Brothers, wie ist es? Tale of Two Brothers. Das war krass, das war krass. Aber das jetzt, das war geil. Und wir hatten zwei gute Stellen. Die eine war als Grunt, ja? Gegen diese Arachnoiden. Wie heißen die Viecher nochmal? Ich hab's gerade vergessen. Die Brutmutter, die Königin, die Dings da. Egal. Also gegen die uns den Rücken freigehalten hat und dann doch noch überlebt hat. Ey, der Burner, es war so krasse Action. Und jetzt eben, als Morden sich geopfert hat, um die Genophage zu heilen. Was soll ich sagen, Leute? Fett, fett, fett. Genau, jetzt geht es aber darum, dass wir mit Hackett reden können. Das war das Ende der letzten Mission. Und jetzt reden wir mit Hackett. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Na, er wollte doch was besprechen mit uns, oder? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Okay, wir haben doch jetzt ein paar Siege Was eingefahren, ist mit oder? der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Ja. Dass Erdnor Drek sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Gott sei Dank. Rachni, die Rachni-Königin. Ja, danke, Grunt hat die Rachni-Königin. Was ist mit den Salarianern? Uns da Auch bewahrt vor. interessant, wir haben Genau. durch die Hintertür Nachrichten von SDG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Obwohl ich die Genophage geheilt habe. Ja, ich wollte gerade sagen. Laut unseren Geil. Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die SDG-Jungs kennen die Lage. Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Okay, ja, das klingt natürlich sinnvoll und gut. Also. Was ist mit den Rachni? Ich hab's ja nicht geglaubt, aber die Rachni helfen wirklich beim Bau des Tiegels. Sie machen Witze. Ja, Sie haben ehrlich. ein Gespür Was für machen die? Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, Sie wissen das eine oder andere über galaxieweite Kriege. Es gibt keine Probleme mit ihnen. Nein, außer dass sie unsere Techniker erschrecken. Auch geplaudert wird nicht viel. Okay. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loak hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Watcher heißt es. Die Blue Suns sind sehr Die nützlich. Watcher. Dana Sind Voske voll bringt seine eklig. Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Mechs bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben. Aber es hat sich gelohnt. Ja, das klingt doch einfach alles gut, oder? Jetzt was aber von Wissen Fortschritt Sie, was gegen die die anderen Reaper. Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, Turianer und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Erdnor Drax hat Truppen geschickt und die heizen den Reapern ein wenig ein. Die Salarianer klammern sich an Zur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Parnak in Ruhe. Die Heimatwelt der Yak. Kann ich Ihnen nicht verdenken. Was? Yak haben Zähne. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen Sie vielleicht den nächsten Zyklus.
Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Okay, ist ja interessant. Was Neues über Volus und Elkor? Turiana und Kroganer haben Truppen zur Volus-Heimatwelt Irune geschickt. Es reicht vielleicht nicht, aber sie haben die Reaper-Streitkräfte in einen knallharten Bodenkrieg verwickelt. Was die Elkor angeht, die halten sich noch raus. Aber unsere Prognosen sagen, dass die Reaper bald in ihr Gebiet eindringen. Okay, Hanna und Drell? Wissen Sie etwas über die Hanna und die Drell? Sie haben Glück. Bis jetzt sind die Reaper noch nicht in diesen Sektor eingefallen. Aber wir haben gehört, dass Drell-Spezialeinheiten daran arbeiten, ihre Grenze zu den Salarianern zu verstärken. Ich kannte mal einen Drell. Die Reaper sollten sich das gut überlegen. Aber ich könnte auch mal einen Hanna, und das war eine Pfeife. Was ist mit den Batarianern? Könnte schon ein paar Hanna, und von denen halte ich nichts. Die Reaper kamen aus dem Portal und griffen sofort an. Und ohne direkte Verbündete. Ich glaube, die Batarianer sind Geschichte. Scheiße. Haben wir was von den Quarianern oder den Geth gehört? In der Nähe der Geth-Grenze könnte es brodeln, aber unsere Infos sind vage. Je schlimmer es wird, desto schlechter wird auch die Informationslage. Okay. Cool. Das war mal richtig ein Update jetzt. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Das war mal ein umfassendes Update von Hackett, oder? Also, Erdnuss Rex, erzähl uns mal. Erdnuss, wo stehst du? Hier, dein Terminal, Erdnuss. Na, Erdnot heißt er. Erdnot. U-R-D-N-O-T. Erdnot. Commander, Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Okay. Oh je. Commander, auf der Citadel arbeitet ein Allianzforscher namens Dr. Garrett Bryson. Sie müssen sich unverzüglich mit ihm treffen. Dr. Bryson hat wichtige neue Informationen über die Reaper gewonnen, die einen direkten Einfluss auf den Krieg haben könnten. Ich weise sie offiziell an, seine Bemühungen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu unterstützen. Bitte suchen Sie Brysons Labor auf das Hotel schnellstmöglich auf. Cool. Prioritätsmission Eden Prime. Cerberus hat Eden Prime angegriffen und hält die Kolonie jetzt besetzt. Die Allianzstreitkräfte sind derzeit zu weit verstreut, um die Kolonie befreien zu können, aber wir tun unser Möglichstes, um den dortigen Widerstand unauffällig zu unterstützen. Dabei haben wir erfahren, dass Cerberus ein wichtiges proteanisches Artefakt entdeckt hat. Wir wissen nicht, worum es sich dabei handelt, aber es scheint der Grund für den Angriff auf die Kolonie gewesen zu sein. Sie müssen die Kolonie infiltrieren und das Artefakt beschaffen. Oh. Dalatras Lenorn. Commander, ich bin von Ihrem Vorgehen auf Tuchanka schwer enttäuscht. Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass die Heilung der Genophage langfristige Konsequenzen nach sich zieht. Wenn die Reaper-Bedrohung beseitigt ist, sind all unser aller Streitkräfte so weit aufgerieben, dass keine Spezies der Galaxie die widerstreitenden Kroganer aufhalten könnte. Außerdem werden die Kroganer mit Sicherheit Rache für die Genophage nehmen wollen und die Salarische Union gehören dann zu ihren ersten Zielen. Gehört dann. Und wenn dieser Tag kommt, Commander, gebt das Blut meines Volkes an ihren Händen. Ich schäme mich, dass unser eigener Wissenschaftler sein Leben geopfert hat, um ihre Befehle auszuführen. Dies ist ein schwarzer Tag. Nicht nur für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxie. Dalatras, Lenorn, Salarische Union. Salarianische Union, oje. Shepard! Babys machen wird wieder Spaß bringen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Anzahl rapide ansteigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass sie befreundet sind. Eva ist im Kelfiktal, um die Unterstützung der anderen Clans zu bekommen. Sie wird eine großartige Anführerin sein. Die meisten Männer werden es nicht mögen, dass ich die Macht mit ihr teile, aber Pech gehabt. Ich bin der Chef. Wir gehen jetzt und retten die Turianer, die haben wir nämlich offensichtlich vergessen. Die haben offensichtlich vergessen, wie man ein Gewehr hält. Oh. General Corinthus. Als sie auf Männer eintrafen, leuchtete mir zunächst gar nicht ein, was es in unserem Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Turianer und Kroganer gemeinsam einen Reaper-Zerstörer ausschalten, und ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele für unmöglich gehalten hatten. Vielleicht kann Palavan doch noch gerettet werden. Okay, cool. Läuft ja eigentlich alles klasse, oder? Und, wir verlassen Tuchanka.
Das war jetzt doch ein ziemlich großer Handlungsstrang. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, wo wir hinfliegen können. Ne. Haben wir alles soweit hier geklärt. Okay, dann geht's zum Massenportal. Die Folge fangen wir jetzt keine neue Mission mehr an. Also, diese Folge aber werden wir mal zum Anusbecken fliegen und gucken, ob wir noch ein paar Scans machen können. Also gerade die Minispiele jetzt von Mass Effect 2, die gibt's da jetzt gar nicht mehr. Na toll, also hier gibt's nichts. Dann wieder zum Massenportal. Kann man das nicht irgendwo sehen? Cerberus Jägerbasis im Pferdekopfnebel, Petra. 57%, 66%. Oje, oje. Na dann würde ich mal aber sagen, dass wir nach Milanest, oder? Ja, nach Arcturus Strom fliegen. Und jetzt mal gucken, ob dort noch das eine oder andere gescannt werden kann. Euler 100%. Gut, es gibt nur Euler, also. Okay. Reaper Umgang. Oh fuck. ULG-Sprung erfolgreich. Dann probieren wir uns zurück nochmal in Milanest. Und nichts wie weg. Von unseren Reaper-Jungs hier. 66% sieht aus wie 2/3 und 2/3 heißt, einen gibt's noch. Jawohl, auf 50%, da müssen wir hin. Oh, ist das weit weg. Okay, obwohl wir haben es nicht gefunden, aber ich glaube, wir hätten zu so einem Planeten einfach nur hin müssen. Und mal die Planeten genauer angucken. Ob es da was zu scannen gibt, aber hier gibt es nichts zu scannen. Kashan. Auch nichts. Der Kleine hier. Desta. Auch nichts. Verusch. Auch nichts. Und was ist das hier? Spekilas. Das ist Spekilas. Auch nichts. Okay. Auf jeden Fall müsste es hier noch was geben. Ja, hier. Tatsächlich. Scanner starten. Gut. Boah, das, was im zweiten Teil des Scanners so schnell ging, geht er hier langsam. Ich muss echt das komplette Ding hier. Bam! Komplette Mauspad benutzen. Waffen-Upgrade-Kit. Ja, geil. Hat sich gelohnt, oder? Wo war Treibstoffdepot? Hier nicht, gell? Hm.
85%. Okay, da gibt es noch eine Sache, die wir da finden können. Ist auf jeden Fall cool. Gibt es noch was Kleines? Gibt es im Petranebel was zu finden? Wir probieren es mal aus einfach. Das war die Grissom Akademie, genau. Ja, ne, hier gibt es ja nichts mehr. Das war dann erledigt. Okay. Also weg. Okay, Leute. Wohin sollen wir? Sollen wir zur Citadel? Die salarianische Action da machen? Oder sollen wir es den Cerberus Jägerbasis anmachen? Oder proteanisches Artefakt beschaffen? Schwierig, gell? Gar nicht so einfach. Aber ich sage, was wir machen. Wir werden die Cerberus Jägerbasis im Pferdekopfnebel. Da werden wir uns jetzt widmen. Genau. So. Okay, cool. Klasse, dann freue ich mich. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei in der nächsten Folge. Und dann geht's los. Hier in dieser Cerberus-Basis. Und bis dahin, mach's gut und adios.